Asat, das Nichtsein, das Nichtseiende. Was ist jetzt das Nichtseiende? Es ist schwierig zu sprechen über das, was nicht ist. Asat ist das, was nicht ist. Es gibt ein schönes Gebet, das heißt Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityor Mamritam Gamaya. Führe mich vom Unwirklichen zum Wirklichen, von Asat zu Sat. Jetzt, was ist Asat in diesem Sinne? Es gibt eine schöne Aussage, die heißt Brahma Satyam Jagan Mitya. Brahman allein ist wirklich. Es gibt nur das Göttliche, es gibt nur das Bewusstsein. Sat ist nur Gott. Sat ist nur das unendliche Bewusstsein. Jagan Mitya. Die Welt, wie du sie wahrnimmst, ist nicht wirklich. Sie ist eine Illusion, sie ist eine Täuschung. In diesem Sinne, die Vorstellung, du bist der Körper, ist Asat. Die Vorstellung, dass du etwas siehst, ist Asat. Die Vorstellung, dass es eine physische Welt gibt, die getrennt ist von Brahman, ist Asat, unwirklich. Die Vorstellung, dass du von anderen getrennt bist, ist Asat, unwirklich. Es gibt nur Sat. Sat im Sinne von, es gibt nur Brahman. Und Brahman offenbart sich auch in diesem geschöpften Universum. Brahman offenbart sich in jedem Geschöpf. Brahman offenbart sich in allem. In diesem Sinne, etwas als beschränkt wahrzunehmen, dann bist du in Asat. Es gibt keine Beschränktheit. Etwas als eigenständig individuell wahrzunehmen, ist Asat unwirklich. Einheit wahrzunehmen, Verbundenheit wahrzunehmen, das ist Sat. Hinter allem das Göttliche wahrzunehmen, das ist Sat. Daher Asatoma Satgamaya. Führe mich vom Unwirklichen zum Wirklichen. Asat, unwirklich, Unwirklichkeit, Nichtsein.